So. Njung. Oh! Das ist tatsächlich nicht mal ungeil. Wir gehen jetzt mit zum fünften Dungeon. Danach machen wir den vierten. So, und da ich nicht weiß, wo hier noch überall Truhen sind, weil ich den Dungeon halt nie komplett mache, so gehe ich nochmal hier lang gleich. Okay. Weg. Weg. Okay, hier ist ein Schlüssel drin. Ach, stimmt. Hier sind die Dudes das erste Mal. Die sind halt so anstrengend, wenn sie ihr Kackauge nicht öffnen, ne? Oh, was ist denn mit dir? Wir haben noch einmal die Truhe vom Boss-Key. Und nochmal ein paar andere Truhen. Einmal die hier. Mit einer Muschel, okay. Schlüssel. Die Karte. Okay. Das ist ja doof, dass ich das Herzteil da hinten nicht kriege. Oh! Doch! Okay. Cool. Das wusste ich gar nicht, dass man Herzteil mit dem Hookshot einsammeln kann. Es gibt einen ganz einfachen Trick. Und der geht so. Also, es ist halt wirklich einfach, Leute. So. Jetzt heißt es warm. Der ist da oben, schön. Da. Was? So, safe rechtzeitig. Viermal. Ich glaube, wir müssen ihn achtmal treffen oder so. Ja, okay. Puh. Hätten wir das zweite Schwert schon, hätten wir ihn mit einem im First Cycle besiegen können, sag ich mal. Aber das haben wir leider nicht. Das geht nicht, okay. Zack. Wir haben das und wir haben das. Ah, herrlich, Leute. Herrlich. So, dann versuchen wir jetzt nochmal was anderes. Ich würde ja den vierten Dungeon jetzt eigentlich machen, ne? Man hat eine kurze Zeit, um aus dem Wasser zu springen, vom Wasser aus. Da muss ich nicht gleich den ganzen anderen Weg springen. Hier, ha, easy. Gucken wir mal, ob wir die Sidequest machen müssen oder ob wir da jetzt einfach schon rein können. Das wäre natürlich übel sick. Nein, okay, wir müssen die Sidequest machen. Nur dann, wenn es nötig ist, Leute. In der Wüste haben wir alles gemacht. Wir snacken uns jetzt hier schnell ein Herzteil und snacken uns dann den sechsten Dungeon Key, wenn er da ist. Aber da gibt es noch zwei Truhen, glaube ich. Zack. Ist das sogar wirklich ein Herzteil, merke ich gerade. Lol. Cool. Düt. Planänderung. Wir können da nichts machen, Leute. Okay, dann müssen wir mit dem Floß doch fahren, weil wir dann da oben auch rauskommen. Wir müssen auch den ersten Dungeon noch machen. Das können wir erst, wenn wir Struppi, wenn wir den Schlüssel haben. Und dann können wir erst in den zweiten Dungeon, weil dann erst Struppi aktiviert ist. So, wir sind da. Okay. Aua.
einfacher. Und nochmal den Schlüssel, okay. Ich wusste gar nicht, dass hier eine Truhe ist. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles machen muss. Wie gesagt, ich habe die Dungeons halt so lange nicht mehr casual gespielt. Hier ist eine Truhe, okay. Mit einer Muschel. Oh! Herzcontainer. Herzteil. Hier ist der Weg da nach oben. Hier muss ich casual gehen, okay. Truhe. Meine Güte. Die Dinger sind aber auch nervig manchmal, ne? Zack. Okay. Zack. Nochmal der Hookshot? What? Okay. Warum? Warum? Das Ding ist, wir können halt jetzt hier schon hin. Wir müssen den Miniboss nicht fighten. Weil wir halt die Schwimmflossen schon haben. Rubine. Haben wir den? Ja, den Boss hier haben wir. Okay, gut. Ja, dann können wir zum Boss. Alles klar. Haben wir hier leider nichts Nützliches bekommen, tatsächlich. So. Okay, ich fühle mich gemobbt. Der geht mit Pumpenpfeilen, glaube ich, sogar zu besiegen. Ich krieg es nicht hin. Der macht einen Angriff? Oh, Junge. Ich muss meine Bombenpfeile auf B und A legen und nicht auf A und B. Holy fuck, habe ich das gerade verkackt. Ja, der Boss ist halt echt... Ich wusste nicht mal, dass der angreifen kann. Hat halt auch nicht mal eine Hitbox. Wie ihr gerade merkt. Ich glaube, das hier ist seine Hitbox und der Rest ist komplett egal. So, zack. Nächstes Instrument, Leute. Woo! Die Harfe. Also, was machen wir als nächstes? Wir könnten den 8. Dungeon schon machen. Tatsächlich. Wir haben 14 Muscheln. Wir gehen erstmal... Ja, wir gehen erstmal zum 6. Den gab's doch nur eine. Och, geh mir nicht auf den Sack hier. Hier, genau. Zack. Mir ist eigentlich eine Zaubermuschel drin. Und das ist der Key zum ersten Palast, Leute. Können den ersten Dungeon machen, sehr schön. Oh, danke, Mama. Äh,
Geht der Somalia eigentlich leichter zu besiegen? Nein, gar nicht, okay. Aber ich glaube, mit Bombenpfeilen ist der schneller. Hallo? So. Okay. Droppt er vielleicht hundertprozentig den Schlüssel? Dadurch, dass das ja keine Truhe ist oder so? Ja! Nice. Dann machen wir jetzt aber tatsächlich erstmal den Wurmpalast. Erstmal den ersten Dungeon. Ich glaube, wir hatten sehr, sehr viel Glück, dass wir das Schwert ganz am Anfang schon instant gefunden haben. Gleich beim ersten Screen so gesehen. Wir hatten ja ein paar Struggle wegen dem Hookshot, weil wir da nicht mehr weiterkamen. Weil wir den ja unbedingt brauchten oder irgendwas anderes irgendwie. Dass wir was Neues öffnen können, aber... ansonsten hatten wir keine Struggle. Und das liegt, glaube ich, mit am Schwert. Dass wir das halt von Anfang an hatten. So, hier will ich natürlich auch noch jede Truhe mitnehmen. Bosskey, alles klar. Danke dafür. Das heißt, wir können jetzt schon straight zum Boss gehen. Aber ich meine, der erste Dungeon ist so easy gemacht. Und so fix gemacht vor allem. Ist ja alles sehr schnell erreichbar. So, hier ist noch eine Truhe. Zack. Das sind eigentlich auch Rubine drin. Zack und zack. Nein, andersrum. Jetzt komme ich nicht klar damit. Hier ist eigentlich eine Zaubermuschel und hier ist die Karte, okay. Da ist eigentlich Geld drin. Und da sind nochmal die Flossen. Ja, das Spiel ist manchmal ein bisschen komisch. Okay, der Schnabel, alles klar. Und der Kompass, okay. Und der zweite Dungeon wird möglicherweise anstrengend. Hier ist eine Truhe, ne? Ja. Der zweite... Okay, Stiefel. Der zweite Dungeon wird anstrengend, weil da so viele verschiedene Räume sind, die halt richtig unnötig eigentlich sind. Wieso nutze ich hier eigentlich nicht? Die Pfeile? Und das ist der Two-Shot, der Dude. Wäre einfacher gewesen, ne? Ja, das sind so viele Räume, die eigentlich unnötig sind, aber die haben halt alle so Truhen. Und die Truhen sind dann doch schon relativ nötig. Hallo. Hallo. Hallo, danke. Ich habe immer Probleme bei diesem Boss, ne? Es ist der erste Boss und der ist halt echt nicht schwer, aber ich habe immer Probleme bei dem. So. Yeah. Ich weiß nicht, ob wir jetzt gleich, ob wir schon bei Marien den Song holen können eigentlich. Müsste ich mal ausprobieren. Haben wir jetzt eigentlich, wie viele Muscheln? 15 haben wir. 5 fehlen noch. Nee, okay. Joa. Zack.